Don't know what to say to you now. Standing right in front of you. Don't know how to fade in and out. Don't know how to play it cool. Lose a little guard, let it down. We don't have to think it through. You've got to let go. I wanna give you all love, kind of never slows down. I wanna take you higher, their hearts be the only sound. I wanna go where the lights burn low, and you won't leave mine. I wanna give you. Servus, da sind wir wieder zurück. Ein neuer Tag, aber jetzt kommt der Frühling so langsam. Und ja, deswegen gibt es jetzt die Luftfeuer von Leslie. Schön, Klasse 1, Achtung. Und, warte auf, Warschuwik oder sowas ähnliches. Übrigens mit der neuen Cam, also wenn die Quali besser ist. Schreibt es in die Kommentare. Ein paar auf einmal. Sehr interessant. Mach mal ein paar auf einmal, genau. Joshua Pyro natürlich wieder hier am Start. Lässt sich noch auf Schlag? Ja. Okay, einen schmeiße ich und dann machen wir. Oh, Scheiße, abgebrochen. Ah, schade. Passiert halt, ne? Halbtiger Flugkurve auf jeden Fall. Und den Rest versuche ich jetzt mal ein bisschen hier auf Schlag, meine Freunde. Kleine Massenexplosion. Alles muss raus. Explosion, genau. Alles muss raus, ne? Genau. Ging ja ganz gut ab, ne? War keine Rauchfontäne. Ja, und jetzt geht's weiter zu den Böllern. Böller. Leute, willkommen zurück. Pyrofolger vom Keller jetzt. Wir haben es hier schon drei Stück rausgelucht, die wir jetzt mal hier genüsslich zünden werden. Auf dieser Platte. Los geht's. Ja. Heftige Explosion, oder? Dann machen wir noch einen. Danach würde ich sagen, wir haben es gesehen, ne? Beste. Machen wir mal einen. Extra für euch, Leute. Ein gratis. Ja, dann gibt es jetzt die nächsten Böller. So, weiter geht's. Explode Oldschool Böller. Aus dem Jahre 2017. Übrigens schreibt mal, wie der Modus ist. Ein bisschen warm ist, weil ich für die Frühlingsböller. Also. Das Licht ist nicht echt so. Das finde ich eigentlich ein bisschen Oldschool. Passt halt in den Böller. Dann gebe ich dir hier mal ein bisschen Müll rüber, ne? Ja. Dann würde ich sagen, ab geht's, ne? Schön dumm, ne? Ja. Und dann einen einzelnen können wir auch nochmal machen. Ja. Aber so besonders sind die jetzt auch irgendwie nicht, ne? Jetzt nicht besonders gut. Aber irgendwie haben sie was. Zwei Jungen aus. Oh. Letzter war ganz gut. So, und dann geht's jetzt noch die Funke. So, und jetzt als letztes Tagesgezündete, die schönen Funkebälle.
In P1. P1 ist natürlich richtig nice, die Teile. Wir stellen die mal schön auf den Podest da auf. Dann geht's jetzt los. Die geile Wandung. Sehr geil. So, jetzt der erste Funkeböller. Der war gut. Oh, so ein Rotzding. Ich würde sagen, wir machen die anderen auch eins, ne? Ja. Die sind gut. Eine schöne, teure Fontäne, würde ich mal sagen. Der war schon bedeutend lauter. Der hat rausgerissen, ne? Ja, komm mal mit. Und der letzte. Der war der Burner. Der war auch geil. Und davor war der Burner. Guck dir das mal an hier. So hat 10 Funkeböller komplett zerfetzt. Gar nicht geil. Alter. Ich würde mal sagen, jetzt geht's rüber zu den Nachtaufnahmen, ne? Genau. Gönnen wir uns noch ein paar. So Leute, jetzt haben wir hier die Mischung, die Frühlingsmischung. Wir zünden einfach immer ein paar Sachen raus. Ist eigentlich ganz entspannt. Ihr wisst nicht genau, was gezündet wird. Ihr seht nur einen groben Überblick. Habt ihr ja gerade schon im Einspieler gesehen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hoffentlich ist es nicht zu windig. Der Frühling lässt ein bisschen auf sich warten dieses Jahr. Und boah, dieser Frühling, ne, der kommt aber auch wirklich gar nicht in Tritt. Ich weiß auch nicht, was los ist dieses Jahr. Ganz schlimm. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben nur 27 Grad und Sonne, also ich verstehe es echt nicht. Dieser Frühling dieses Jahr, ganz schlimm. Der kommt überhaupt nicht in Tritt. So, erstmal in die Kiste gegriffen, fangen direkt mit dem Highlight an, Detonation von Pyroland. Kleine Kubis auf jeden Fall. Mit Crackling. Moment, erstmal den Müll fachmännisch entsorgen in der Hosentasche. Haben wir die drei schönen Cubies. Ich fange schon mal mit einem an. Oh, ist ja gut, dass die Kappe nicht abgeht. Oh, guck sie an. So. Ist ja gar nicht kalt für Frühling. Ja, wir haben 0 Grad oder so. Oh, geh weg. War ja gar nicht laut, oder? So, dann gibt es jetzt noch die nächsten zwei. Die machen wir jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ja, ich hab's nicht so mit dem Werfen. Genau. Und the last one. Jawohl, los geht's. Ob sie den angeklickt, den stellen wir richtig laut. So, Pyros, als nächstes die Proton. Zwei doofe Explode. Gedanke. Ja, mal schauen. Hier kann sie eigentlich. Können wir ja mal hier direkt auspacken. Och, der Tesastreifen. Mm. Ist ja nicht im Brenner noch drin. Ich hab's schon geschafft. Hat er gar nicht den Kaliber für so eine Pissbatterie. Nee, 20, ne? Oder 18. Kann sein. Auf jeden Fall, das werden wir uns genüsslich jetzt gönnen. Viel Spaß. Ja, ganz schön auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier noch einen Schokolino. Hier noch einen Schokolino. Sagen. Die haue ich direkt mal an. Ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr. Ich habe zwar Fell am Mikro dran, aber es ist wirklich unfassbar windig. Och, ist das ja gut, dass nicht mal Wind angesagt war. Unglaublich. Ja, war ja auch nicht. Mein, da bin ich wieder. Ja, ist ja auch eine Frühlingsböller-Tour. Und noch schnell der zweite. Mit dir andere explodiert wieder. Wo ist der überhaupt hier? So, jetzt gibt es als Finale die, wie heißt sie? Impact Zone, oder? Impact Zone, Danger, was auch immer. Pyromax. Von Pyromax, viel Spaß jetzt. Let's go. Die war ja richtig geil. Richtig nice. Bis zum nächsten Video, Jungs. Haut rein und ciao.
up to it so.